Ich bin Julia Capelle, ich bin Künstlerin und Werkzeugmacherin. Meine jetzige Tätigkeit ist eigentlich auf mich zugekommen. Ich habe Film und Fotografie studiert und habe schon lange auch mit Jugendlichen Filme gemacht. Und das erste Mal habe ich 2009 mit Willkommensschülern zusammengearbeitet und dabei bemerkt, was für tolle Zeichner in diesen Gruppen sind. Und dabei ist die Idee entstanden, eine Sprachschule von und für Schüler, die Deutsch lernen, mit Hilfe von Zeichentrickfilmen aufzubauen. Und das mache ich jetzt schon seit 2013. Also zu meiner derzeitigen Haupttätigkeit, die ist eigentlich eher auf mich zugekommen. Und zwar, ich bin Künstlerin und Filmemacherin, arbeite aber auch schon seit 10 Jahren in Schulprojekten und zeige, wie man Kurzfilme erstellt. Und so habe ich 2009 das erste Mal in einer Willkommensklasse gearbeitet. Das sind Klassen, die speziell Sprachförderklassen für Schüler, die aus der ganzen Welt neu in Deutschland sind. Und in diesen Klassen haben wir dann Trickfilme gemacht und dabei habe ich voller Begeisterung festgestellt, was für großartige Zeichner darunter sind und wie gerne sie auch ihre Geschichten erzählen. Und so ist die Idee entstanden, das zu kombinieren und eine Sprachschule mit Hilfe von Trickfilmen zu erstellen. Und so bin ich jetzt eigentlich seit 2013 dabei, diese Idee in die Realität umzusetzen und möchte ein Werkzeug schaffen, mit dem man Trickfilme erstellen kann, aber auch mit Bildern, Worten und Sprache spielen kann. Naja, wie in so vielen Berufen ist es nicht so leicht, einen typischen Arbeitsalltag zu beschreiben. Aber ich würde einfach mal so ein bisschen beschreiben, wie eine Projektwoche aussieht, weil das ist so ein bisschen so das Kernstück dieses Projektes. Wir machen nämlich immer Projektwochen und innerhalb einer Projektwoche entstehen dann Scherenschnittfilme. Und die Scherenschnittfilme entstehen eben dabei, dass erstmal Zeichnungen erstellt werden, schwarze Zeichnungen, und aus diesen Zeichnungen werden dann Scherenschnitte erstellt. Und diese Scherenschnitte, die können sich auch bewegen mit Gelenken. Wenn die so einzeln aufgezeichnet sind und man die Gelenke dann zusammenknotet, dann können die sich bewegen und können dann auf einem Leuchttisch Foto für Foto animiert werden. Und das Tolle an der Sache ist, dass es eben auch nachdem der Film schon fertig ist, wandern diese ganzen Zeichnungen in ein Bildwörterbuch, das dann online auch animiert werden kann. Also es entsteht mit jedem neuen Film, wächst das Bildwörterbuch, das dann von jedem online zu einem Trickfilm zusammengebaut werden kann. Ja, also ich würde einfach mal die Projektwoche beschreiben, wie die so abläuft, weil das ist auch so das Kernstück von dem Projekt. Und zwar kommen wir da im Team an mit der ganzen Technik und dann fangen die Schüler eigentlich an, was zu zeichnen. Und zwar zeichnen sie so Schwarz-Weiß-Zeichnungen und aus diesen Schwarz-Weiß-Zeichnungen werden dann Scherenschnitte erstellt. Und diese Scherenschnitte werden dann auf einem Leuchttisch, der von unten beleuchtet wird, Foto für Foto animiert. Danach werden dann die animierten Szenen noch live vertont. Alle Filme landen dann zusammen mit den entsprechenden beteiligten Scherenschnitten auf der Webseite. Und das heißt, mit jedem neuen Film gibt es auch neue Bildwörter, die dann in dem Bildwörterbuch landen. Und das Besondere oder das Tolle ist, dass man eben dieses Bildwörterbuch auch online weiter animieren kann. Also das heißt, mit allen Zeichnungen, die bis jetzt schon entstanden sind, kann jeder selber online weitere neue Trickfilme erstellen. Also mich interessiert an diesen analogen Techniken und ganz alten Techniken wie das Schattentheater und der Scherenschnitt, die eben in einer ganz anschaulichen und intuitiven Art auf das Digitale zu transferieren. Deswegen ist zum Beispiel der digitale
Tricktisch, der ist auch genauso aufgebaut wie der analoge Tricktisch und man kann die Sachen auch genauso bewegen, man kann Fotos machen, also es lehnt an das Analoge an. Also ich finde es spannend, diese alten Techniken, alten analogen Techniken wie Schattentheater und Scherenschnitt auf die digitale Ebene zu übertragen und dabei die Vor- und Nachteile auszuloten und mich auf diesem Schnittpunkt zwischen diesen beiden Techniken zu bewegen. Also was mich am glücklichsten macht und ist, wenn ich Kinder und Jugendliche sehe, die total begeistert sind, in ihrer Arbeit aufgehen, überhaupt nichts mehr um sich rundherum herum wahrnehmen, einfach in dieser Begeisterung sind, was zu erschaffen, was geschaffen zu haben. Ganz toll ist es auch, wenn wir so Workshops machen, dass es dann manchmal so ist, dass einige Kinder sich da so reinfinden, dass sie das dann auch gleich anderen Kindern wieder weitererzählen, also so quasi schon, ohne dass sie das merken, zu den Werkstattleitern werden. Als nächstes möchte ich dich zu Simon Schäfer schicken. Der ist auch in gewisser Weise ein Werkzeugbauer. Er baut nämlich Instrumente, eigene Instrumente und auch ein Bildhauer.